Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Inkscape-Ausgabe. Heute möchte ich euch zeigen, wie man dieses mehr oder weniger kreative Logo gestaltet und designt, und den Weg, den ich beschritten habe dazu, den möchte ich euch hier zeigen. So, jetzt mache ich das einmal ein bisschen kleiner für euch. Das schon einmal ausprobiert, damit ich das so halbwegs unfallfrei herzeigen kann. Diese Arbeitsfläche, da braucht man nicht. Das tun wir gerne mal weg und sagen Datei, Dokument, Einstellungen. Dann sollte irgendwo ein Feld aufgehen. So, Rand der Seite anzeigen, das tun wir weg. Das braucht man nicht. Schließen das Ganze und beginnen mit dem Werkzeug Sterne und Polygone erstellen und nehmen da das gewöhnliche Vieleck. Und bei mir schon voreingestellt die Zahl 6, also 6 Ecken, Abrundungen 0, die brauchen wir jetzt nicht. Dann drücke ich die Steuerungstaste, warum? Das sage ich euch gleich. Und zwar so den Sinn, dass wir dann wirklich eine senkrechte zusammenbringen. Jetzt nehme ich da wieder unser Objekte auswählen Werkzeug, gehe dann das so her und schiebe das so zusammen, wie mir das gefällt. Ja, drücke die Steuerungstaste und verkleinern das ein bisschen. So, oder vergrößern für euch, dass ihr das besser seht. So, eine Steuerungstaste, damit die Proportionen beibehalten werden. Und jetzt sage ich Steuerung D wie Dora, um das Ganze zu duplizieren. Oder alternativ bearbeiten, duplizieren. Okay, ich mache das meistens mit der Tastatur. Dann ziehen wir das einmal da so her und sagt noch einmal Steuerung D wie Dora und zieht das nochmal daher. Sagt, das gefällt mir so halbwegs. Die Abstände da passen jetzt natürlich noch nicht, aber das zu einem späteren, in einem späteren Schritt. Da mache ich mal diese Karten zu da auf der Seite. Jetzt dupliziere ich diese, markiere ich diese drei mit der linken Maustaste, fahre da drüber und sage Steuerung D wie Dora. Dann gehe ich da her und sage ausgewählte Objekte horizontal umkehren, drücke jetzt ganz wichtig die Steuerungstaste und fahre dann da her. Steuerungstaste deswegen, damit wir hier die einzelnen Bade, also das und dann außen, der außen, dass wir da die gleiche Höhe und die gleiche Flucht haben, das gleiche hier mit ihm und der und der. Ja, dann schaut es so halbwegs was gleich. Jetzt gehe ich her und nehme einfach irgendein Objekt, wähle das auf, sage Steuerung D wie Dora und gehe dann da so in die Mitte. So, jetzt brauche ich keine Taste drücken und fahre einfach da nach oben und einmal nach unten. So, sage, das gefällt mir. Jetzt sollte man da halt eine Flucht haben und das Ganze kontrollieren wir ganz einfach. Ich zoome da mal hin, damit ihr das sehen könnt. Ich fahre da oben hin jetzt mit der Maustaste, drücke die linke Maustaste und ziehe mir da eine Hilfslinie her. Und dann kommt Hilfslinien, Ursprung an Spitzen, an spitzer Knoten. So. So, jetzt ist die Linie genau da und da. Und jetzt fahren, nehmen wir das in der Mitte, das große Objekt wieder und setzen das auf die Linie, spitzer Knoten an Hilfslinie. Perfekt. Jetzt haben wir da wirklich eine schnurgerade Linie. Zoome wieder raus, Steuerungstaste, Mausrad nach unten und wir haben das Ganze. Die Linie, die brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Markiere kurz und sage entfernen und das Ganze ist erledigt. So, jetzt wollen wir da die einzelnen Objekte ausrichten. Markieren wir alle, gehe dann auf Objekte, sage ausrichten und verteilen. Ja. Und jetzt gehe ich her und sage verteilen. Oben habe ich voreingestellt größtes Objekt, das heißt, es wird von da weg verteilt. Und verteilen, Objektmittelpunkt horizontal gleichmäßig verteilen. Das ist das zweite bei den unteren Möglichkeiten. Da drücke ich jetzt drauf und ihr seht, jetzt haben wir die perfekten Abstände zueinander. Perfekt, für jeder einzelne Abstand passt. So wollen wir das haben. Und jetzt gehe ich her und sage, ich will da einen schönen Farbverlauf haben, so einen
so einen Goldstich, wenn es geht. Summe da ein bisschen rein. Das Ausrichten lassen wir jetzt noch offen, das brauchen wir später noch einmal kurz. Objekt, dann gehe ich auf Füllung und Konturen. So, dann sollte da bald das ein Register aufgeben. Okay, jetzt haben wir Füllung. Da gehe ich auf bei Füllung, Register auf linearen Farbverlauf. Und ihr seht, da macht er schon einen kleinen Vorschlag, mit dem wir jetzt natürlich nicht zufrieden sind. Wie können wir das ändern? Wir gehen daher auf unser Werkzeug links außen, Farbverläufe erstellen und bearbeiten. So, und jetzt macht uns übrigens wieder Zoom wieder ein bisschen rein. So, und da sage ich jetzt, ich will da so einen Goldstich haben. Und da möchte ich so ein helleres Gelb haben. Seht ihr? Dann haben wir da schon einen kleinen Farbverlauf. Und da kann ich noch so ein bisschen reingehen in die Mitte. Und dann habe ich einen perfekten Farbverlauf. So, goldenen Farbverlauf. Okay, ich sage, ich bin zufrieden damit. Gehe gleich aufs nächste. Gehe wieder auf Füllung. Und jetzt brauche ich diesen Schritt nicht mehr wiederholen. Ich nehme einfach, er merkt sich diese Farbverläufe, die wir da erzeugt haben. Bei mir sind da jetzt schon ein bisschen mehr drin, weil ich das schon versucht habe vorab. Jetzt versuche ich den richtigen zu erwischen. So, na, so. Jetzt habe ich den gleichen Farbverlauf wie da. Ja. Und da markieren wir jetzt eigentlich alle mit der Shift-Taste und sage Farbverlauf. So. Ja. Und hoppala, da habe ich jetzt natürlich einen vergessen da hinten. Okay. Perfekt. Das gefällt mir. Jetzt möchte ich so eine harmonische Schrift haben, also diese zwei Zeilen. Da einmal den Firmennamen oder Kreativ oder was man immer hinschreibt. So. So. Okay. Schreibt da mal Kreativ hin. Machen wir das Ganze ein bisschen größer mit der Steuerungstaste. So, ziehen wir das einmal ein bisschen auf und dann suchen wir eine Schrift aus, indem ich da noch einmal auf Textobjekte erstellen gehe. Und dann suchen wir da oben das Areal raus. Hoppala. Areal. Und nehme das Bold dazu. So, das Kreative, das soll alles in Großbuchstaben schreiben. Kreativ. So. Das gefällt mir jetzt gut. Damit wir so schöne Abstände haben, gehe ich jetzt her und drücke da nochmal auf diesen Buchstaben. Und da kann ich hergehen und Zeichenabstände. Und da kann ich jetzt raufgehen. Da gebe ich jetzt einmal ein 42 zum Beispiel. Seht ihr? Und dann wird das ein bisschen lockerer. Dann haben wir zwischen den Buchstaben ein bisschen einen Abstand. So, das setze ich jetzt absichtlich da ein bisschen so schräg her, um euch dann wieder zu demonstrieren, wie man das einrichtet, genau zentriert. Und da nehme ich jetzt so ein dunkleres Grau. Zu hell soll es nicht sein, weil wenn es da mal einen helleren Hintergrund habt, dann kann man das schlecht lesen. So, ich sage, mit dem bin ich zufrieden. Ich sage Steuerung Dora, das ist markiert. Ziehen wir das nach unten. Schrift passt mal und alles passt mal. So, gehen wir mal auf den Buchstaben. So, das Einzige, was ich jetzt nicht mehr will, ist, dass das fett ist, sondern da will ich, dass das normal ist. Und noch ein bisschen heller. So. Und mit der Steuerungstaste mache ich das Ganze ein bisschen kleiner. Und den Text nennen wir ja Slogan. Okay. Da haben wir jetzt schon das Problem, dass das schon fast ein bisschen zu hell ist. Gut. Perfekt. Jetzt gehe ich her, markiere unsere Objekte von da oben mit der linken Maustaste, sage Steuerung G wie Gustav, alternativ Objekt gruppieren,
Gruppierung aufheben ist gleich darunter, auch sehr wichtig, falls man da noch was ändern will. Markiere jetzt mit der gedrückten Shift-Taste unsere zwei Schriftzüge und gehe jetzt her und sage Ausrichten und Verteilen. Das ist die Registerkarte, was wir da vorher geöffnet gehabt haben. Unter Objekte findet ihr das an und sage jetzt vertikal zentrieren. So, jetzt haben wir das genau mittig drinnen, so wie es gehört. Und das schaut relativ harmonisch aus, würde ich jetzt sagen. Bitte vergesst übrigens nicht, einen Daumen nach oben zu geben, falls ich euch helfen kann. Jetzt mache ich da ein Rechteck und meinen Kanal zu abonnieren. Das wäre wunderbar. Danke dafür im Voraus. So, Objekte auswählen. Jetzt sage ich, die gewählten Objekte ganz nach unten absenken. Und da gehen wir jetzt zum Beispiel ein Schwarz her. Ja, und das schaut ganz nett aus, würde ich sagen. Und ich sage einmal, kreativ, da haben wir einen Fehler. Das ist jetzt auch noch gehabt, nicht das große Problem. Ich habe das gesehen. Jetzt kann ich es noch ändern, denn zum Abschluss, wenn ihr das Drucken in die Druckerei geben wollt, die haben meistens keine Freude mit Buchstaben. So, jetzt will man das natürlich noch einmal zentrieren. So. Da müssen wir das dann in Pfade umwandeln. So, und das mache ich jetzt gleich. Okay? Und dann kann man solche Tippfehler nicht mehr ausbessern. Das sage ich gleich dazu, weil dann sind das nur mehr Bildpunkte. Ich demonstriere euch das gleich. Pfad, Objekt im Pfad umwandeln. Und jetzt sind das nur mehr Pfade. Dazu Kontrolle, Bearbeiten der Knoten oder Anfasser eines Pfades kann man da jetzt nehmen. Und jetzt seht ihr, warum, was ich meine. Das ist jetzt für uns, fürs Auge noch ein Buchstaben, aber in Wirklichkeit sind es nur mehr Bildpunkte, mit denen kann dann die Druckerei arbeiten. Mit Buchstaben tut es sich da ein bisschen schwerer. So, noch einmal bitte die Aufforderung dazu. Gebt mir einen Daumen nach oben, bitteschön. Abonniert meinen Kanal. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Baba und auf Wiedersehen.